Ich habe lange keine Multihoster mehr reviewed, jetzt gibt es wieder mal ein neues Review und zwar zu dem Dienst DeepGrid. Am Anfang ist mir schon mal aufgefallen, dass eine große Menge von Zahlungsweisen unterstützt werden, zum Beispiel Amazon Pay. Das habe ich persönlich noch nie bei einem Multihoster gesehen. Man kann zwar bei manchen Multihostern mit Amazon Geschenkgutscheinen bezahlen, aber Amazon Pay, ja, ist mir jetzt völlig neu. Auch PayPal wird unterstützt, obwohl ja PayPal eigentlich aktiv versucht, solche Dienste aus dem Programm zu nehmen. Kreditkarte geht auch und es funktionieren auch Krypto-Coins. Ich klicke mir jetzt einmal einen Account und dann werde ich mal ein paar Speedtests durchführen. Wie ihr jetzt im Video schon sehen könnt, habe ich mich für die Zahlweise per Bitcoin entschieden. Das hat auch anstandslos geklappt. Ich habe erst bezahlt, das wurde nach wenigen Minuten bestätigt. Dann habe ich eine Mail mit einem Vouchercode bekommen, den konnte ich dann in meinem Benutzerkontrollzentrum einlösen. Danach waren direkt die 30 Tage als Premium-Laufzeit gutgeschrieben. Als erstes wollte ich mir mal die Torrent-Funktion anschauen und da bin ich schon auf meine ersten Probleme gestoßen. Denn der Downloader nimmt nur Magnet-Links entgegen und nicht Torrent-Dateien. Warum das so ist, kann ich euch nicht verraten. Macht aus meiner Sicht keinen Sinn. Eigentlich hätten hier auch Torrents zum Upload angeboten werden müssen. Ist nicht der Fall. Jetzt tut die nicht vorhandene Hilfe auch ihr Übriges. Also man muss jetzt gucken, wie man klarkommt. Ich bin jetzt zum Beispiel mal hier auf der Seite von Ubuntu, die bieten ja zum Beispiel auch einen Torrent-Download an, allerdings keinen Magnet-Link. Zum Glück gibt es aber Online-Dienste, die Torrent-Dateien wiederum in Magnet-Links umwandeln können und die konnte ich dann wiederum einfügen in DeepGrid. Hätte es eine vernünftige Hilfefunktion gegeben, hätte ja dieser Tipp vielleicht schon gereicht. Ich weiß aber trotzdem nicht, warum das da nicht einfach integriert ist, keine Ahnung. Gut, haben wir geschafft, also Magnet-Link rein und auf Upload gedrückt und jetzt öffnet sich die Seite mit dem Torrent. Und hier dreht sich so ein schönes Rädchen, was suggeriert, dass wir hier im Auto-Refresh-Modus sind. Das sind wir aber nicht. Wir bleiben jetzt hier ewig bei 0%, bis ich mal auf F5 drücke und die ganze Seite neu lade. Immer wenn ihr seht, dass ich dort die Prozentzahl aktualisiert, habe ich die Seite neu geladen. Das aktualisiert sich nicht automatisch. Trotz einer hohen Anzahl von Seedern habe ich bei der Geschwindigkeit nie mehr als 13 oder 14 Megabyte pro Sekunde erreicht. Das ist relativ langsam. Das Downloaden auf den heimischen PC wiederum ging doppelt so schnell. Also ihr könnt es ja sehen, wir sind hier so ungefähr bei 24 Megabyte pro Sekunde Downloadgeschwindigkeit. Das ist völlig in Ordnung. So, dann kommen wir mal zum Filehoster-Download. Filehoster-Download macht aus meinen Augen nur Sinn, wenn man das kombiniert mit einem Download-Manager. Das wird auch beworben in den FAQs von DeepGrid, dass der Downloader unterstützt wird, also füge ich doch mal meinen Account ein. Als erstes fällt auf, dass ich erstmal eine Browser-Erweiterung installieren muss, weil es wird ein Capture angezeigt, das im Downloader nicht gelöst werden kann. Das spricht jetzt erstmal nicht für DeepGrid, dass sie da ein Capture einblenden. Das heißt wahrscheinlich sogar, dass die gar keine vernünftige API bereitstellen und die Entwickler von Downloader sich jetzt da rumarbeiten müssen, um trotzdem den Dienst zu unterstützen. Also ich muss jetzt extra nur um DeepGrid in Downloader einzufügen, ein Browser-Add-on installieren. Das habe ich mir danach dann auch gleich wieder deinstalliert. Das Hinzufügen hat auch verhältnismäßig lange gedauert, hat dann aber am Ende funktioniert. Als ersten Hoster habe ich mir mal Uploaded angeschaut und sehr erfreulich kann ich hier nur sagen, mit 10 gleichzeitigen Verbindungen habe ich meine 500 Mbit Leitung komplett auslasten können. Bei RapidGator sah es am Anfang eigentlich auch ganz gut aus, bis dann ein paar Fehler gekommen sind. Es sind immer wieder CRC-Prüfungen fehlgeschlagen und auch wenn ich die Dateien neu gestartet habe, war das kein Garant zum Erfolg. Jetzt wollte ich wissen, liegt das am Hoster oder liegt das an RapidGator? Ich habe jetzt einfach mal einen anderen Hoster benutzt, nämlich PremiumTO und die gleichen Dateien runtergeladen und da hatte ich kein einziges CRC-Problem. Wenn also eine Datei mit einer falschen Checksumme kommt, heißt das, der Inhalt der Datei ist ein anderer als die Originaldatei und das Entpacken wird fehlschlagen. Die Datei ist also so nicht benutzbar und somit ist auch RapidGator in Zusammenhang mit DeepGrid nicht benutzbar. Als dritten Hoster wollte ich mir Ubuntu anschauen, der wird auch beworben. Tja, erstmal ist da nicht viel passiert im Downloader. Downloader ist immer so eine Sache, wie gesagt, ich hatte ja schon Zweifel an der guten Unterstützung, deshalb habe ich einfach den Link genommen von einer der Dateien und habe den mal ins Webinterface kopiert von DeepGrid. Mit dem etwas kuriosen Ergebnis, dass ich die Anzeige bekomme, Filehoster not supported. Gucken wir nochmal in die Liste und er wird sogar als online angezeigt. Von daher 3 Hoster getestet, einer hat funktioniert. Man zahlt auch nur 5 Euro im Monat, das ist halt mehr so das Konzept you get what you pay for.
Aufgrund meiner Erfahrung habe ich jetzt auch mal angefragt, ob mein Account noch storniert werden kann und ich das Geld zurückbekommen kann. Bin mal gespannt und werde euch gleich über das Ergebnis berichten. Mittlerweile sind jetzt 20 Stunden vergangen, seitdem ich das Ticket eröffnet hatte. Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, länger zu warten, nämlich 24 Stunden. Das halte ich für einen fairen Wert, schlicht und ergreifend deshalb, weil ich ja für einen Dienst zeitabhängig bezahle und wenn ich den nicht nutzen kann, muss der Support entsprechend schnell reagieren. Ist hier jetzt nicht passiert. Ich habe jetzt auch nicht die ganzen 24 Stunden gewartet. Das hat zwei Gründe. Der erste Grund ist erstmal, dass in diesem simulierten Live-Chat steht, dass der Support das letzte Mal vor 3 Tagen aktiv war. Also ich will jetzt nicht noch 3 Tage warten, um das Review hier abzuschließen. Und das andere ist, dass ich schon mal ein Ticket eröffnet hatte. Hier oben sind die Tickets und das ist 2 Tage lang nicht beantwortet worden. Das deckt sich also quasi auch hier mit dieser Zeit, wo die nicht aktiv waren. Die bearbeiten scheinbar tagelang keine Tickets, so wie sich das hier darstellt. Hier oben steht zwar das Gegenteil, aber ja, ist halt nichts passiert jetzt in der letzten Zeit. Von daher nehme ich das mal als gegeben hin. Was ihr vorhin auch gesehen habt, war die Refund Policy. Also ich hatte ja angefragt, ob ich das Geld zurückbekomme. Ja, da bin ich ja wahrscheinlich drüber, weil ich habe ja mehr als 10 Dateien geladen. Habe ich nicht wirklich. Ich muss ja die Dateien neu starten öfters mal und deshalb wird das jedes Mal als neue Datei gezählt. Also ich bin jetzt bei 50 Files. Gut, ich habe auch mehr als 10 Files geladen, zugegeben, aber halt auch welche mit Fehlern drin, wie ihr bei RapidGator gesehen habt. Von daher, für DeepRead gibt es dann definitiv keine Empfehlung. Ich werde noch einen ausführlichen Blogartikel zuschreiben, den verlinke ich euch in der Infokarte. Wenn sich da jetzt noch was ändert, wenn ich also das Geld zurückbekomme oder so, findet ihr die Informationen da. Wenn ihr noch Ausschau nach einem vernünftigen File-Hoster oder Multi-Hoster haltet, dann könnt ihr jetzt im Abspann ein paar weitere Tests sehen und ich habe auch eine Übersicht angelegt mit empfohlenen oder halt auch nicht empfohlenen File-Hostern. Links dazu findet ihr zum Beispiel in der Videobeschreibung.